Hey da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Shania. Ich lade Kunstvideos hoch. Und wisst ihr, wer das noch macht? LanaArts23. Ihr werdet sie alle kennen. Ihr werdet auch wahrscheinlich alle den Titel gesehen haben, das Thumbnail gesehen haben. Ihr wisst, was heute abgeht. Sie hat mir ein paar Geschenke zugeschickt und ich freue mich so sehr. Die Box ist riesig und fragil. Und sie gehört mir alleine. Ich weiß, da steht fragil drauf, aber ich möchte nur ganz kurz schütteln. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Wahrscheinlich was Kunstbezogenes. Wir haben gesagt, wir machen was Kunstbezogenes. Wir haben sogar gesagt, dass wir versuchen müssen, nur die Kunstmaterialien zu nutzen, die in der Box drin sind. Aber ich habe vergessen, Lana einen Bleistift zu schicken. Also, jokes on me. Sorry, Lana, wenn du das siehst. Du darfst einen Bleistift für dein Video benutzen. Dann muss ich noch erklären, wer Lana ist. Ich glaube, wir alle kennen sie. Gibt es wirklich einen unter euch, der mich schaut und Lana nicht? Meldet euch mal in den Kommentaren, das würde mich sehr verwirren. Aber ja, ihren Kanal findet ihr trotzdem verlinkt in der Infobox. Und es wird auch bald ein Video auf ihrem Kanal geben, wo sie ein paar Geschenke, die ich ihr zugeschickt habe, auspackt. Kann euch nicht genau sagen, wann, aber es wird kommen. Und ich bin so nervös, ich hoffe, sie mag meine Sachen. Aber gut, fangen wir an. Los geht's. Oh, ich freue mich so. Eine kleine Box und das da. I see you, Lana. Das ist ein Upgrade-Sticker, den habe ich auch. Guck mal, wie süß. Boah, das riecht richtig gut. Ich wünschte, ihr könntet das gerade riechen. Es riecht so, als wäre hier Parfüm drin ausgelaufen und das meine ich absolut positiv. Es riecht mega krass. Das riecht so gut. Lana ist verrückt. Liebe Shania, ich hoffe, die Sachen in der Box gefallen dir. Ich würde mich freuen, wenn du damit ein Auge zeichnest. Oh, ich liebe Van Gogh. Van Gogh ist so... Und ich liebe KitKat. Ein KitKat für mich. Schatz! Ja. Willst du ein KitKat? Ein Kind. Ein KitKat. Nein, kein Kind. Was? Ein KitKat. Wo hast du das denn her? Aus Lanas Box. Och, wie süß. Ja, gerne. Riech mal die Box. Rieche sie mal. Riechst du das? Ja, das riecht voll lecker. Ja. Das riecht richtig gut. Ja. Warum haben wir das nicht gemacht? Ich weiß auch nicht. Unsere Box gut riechen lassen. Da sind einfach mal Carandage Luminance drin. Oha. Das stimmt. Davon kann man wirklich nie genug haben. Ja. Oha. Die sind so teuer. Das ist so heftig. Das ist dieses... Versuche damit mal die Polychromos zu verblenden. Ja, das habe ich schon mal in ihren Videos gesehen und ich dachte so... Hä? Das kann doch nicht funktionieren. Und ich war irgendwie zu geizig, um es mir zu holen. Aber jetzt habe ich es. Und jetzt werde ich es ausprobieren. Ich werde euch sagen, ob das wirklich so cool ist. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das wirklich so gut funktioniert. Mega krass. Boah, guck mal. Das habe ich euch noch gar nicht richtig gezeigt, ne? Seht ihr, wie viele das einfach sind? Es sieht so aus, als würde Lana wollen, dass ich ein blaues Auge zeichne damit. Oh, und ein paar Polychromos. Das stimmt, die schaden nie. Das sind wirklich in Kombination meine allerliebsten Lieblingsstifte. Die sind perfekt für Haut, die sind perfekt für Haare. Combine die besten Porträts. Ich möchte wirklich mir weiter die Kunstsachen angucken, aber mich lächelt dieser Hamster schon die ganze Zeit an und ich möchte wissen, was es ist. Liebe Socken. Oh. Ungelogen, Leute, ich bin gerade nebenbei. Einen Tee am Trinken aus einer Katzentasse. Und jetzt habe ich noch eine Katzentasse. Ich bin glücklich. Ich fühle mich so schlecht. Ich habe keine Süßigkeiten. Ich habe kein Parfüm reingetan. Oh. Und das Socken. Hat sie mir einfach Socken geschickt? Oh mein Gott. Tja, ich habe Hamstersocken. Das ist so heftig. Ich fühle mich so verdammt schlecht. Oh mein Gott, sie hat mir einfach Museum-Aquarells von Carandage geschickt. Weiß war leider... Lana, das ist mir egal, ob weiß ausverkauft war. Du musst mir nicht so viele Sachen schenken. Diese Stifte sind so teuer. Die sind so verdammt teuer. Lana, du bist verrückt. Ja, Lana will eindeutig, dass ich ein blaues Auge zeichne. Ich habe schon so lange kein Auge mehr gezeichnet. Mal schauen, ob ich das noch kann. Knetradiergummis gehen immer. Sonnenbrille auf, die blenden ganz schön. Ach, Lana. Ich habe die auch und ich muss sagen, ich finde es total schwer, mit denen zu arbeiten. Die blenden Buntstiftzeichnungen so ein bisschen zusammen oder schon sehr dolle, nicht nur ein bisschen. Aber danach kann man halt nicht mehr darüber arbeiten. Das heißt, man muss das wirklich ganz zum Schluss machen. Und ich frage mich, wie man das so damit verbindet. Macht man beides? Entweder das eine oder das andere? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
Ich habe das gleiche in schwarz, gelb und rosa, aber ich habe noch keines in blau. Perfekt. Oh mein Gott. Ein weiterer Teil für meine kleine Sammlung. Die Farbe ist sehr schön, danke. Ich liebe diese Skizzenbücher. Die sind von Art Creation, um ganz genau zu sein, von Royal Talents. Ich schäme mich gerade so sehr. Wenn ihr euch Lanas Video anschaut, dann wisst einfach, dass mir dabei noch nicht klar war, wie viel sie mir hier schenkt. Ich liebe diese Bücher. Das Format ist auch so, so, so süß. Oh mein Gott. So süß. Ah, okay. Oh, ein KitKat. Die ist noch ein KitKat. Lecker. Sehr lecker. Oh mein Gott, Lana, I love you. Ich habe dir gesehen in der Werbung mit Lana zusammen und ich war sprachlos. Ich war so sprachlos. Das ist das allererste 14B. Hier ist sie. Oh mein Gott, ist sie nicht wunderschön? Ich liebe sie jetzt schon. Und die sind matt. Kennt ihr das, wenn ihr Buntstiftzeichnungen macht und sie schimmern dann so ein bisschen im Licht oder ziemlich dolle? Und es sieht nie schön aus. Ich finde, ausgemalte Buntstiftzeichnungen sehen immer auch 90% der Perspektiven komisch und hässlich aus. Vor allem, wenn man voll viel zeichnet und sich das Papier so ein bisschen wälzt und es dann so komisch schimmert und scheint. Schimmer und Schein. Aber das haben die wohl nicht. Und das ist ziemlich heftig. Und es gibt einfach 14B. Wow. Ich werde so damit rumschmieren. Übrigens, ich werde versuchen, alle Sachen, die Lana mir hier geschickt hat. Oh mein Gott, da ist noch was. Das habe ich gar nicht gesehen, aber ich sehe es gerade, wo ich hoch zur Kamera gucke. Warte kurz, ich wollte was sagen. Was wollte ich nochmal sagen? Genau, ich versuche alles, was Lana mir hier geschickt hat, in der Infobox zu verlinken. Den habe ich auch. Das ist mein Lieblingsdruckbleistift. Eine von Faber-Castell. Sehr schlicht, aber die liegt voll angenehm in der Hand und die sieht so schön aus. Ich mag dieses dunkle Grün total, was Faber-Castell so mit sich trägt. Dann haben wir hier noch einen zweiten. Auch von Faber-Castell. Den kenne ich nicht, den habe ich auch nicht. Und ein Signo. Gelstift. Ich habe noch nie was von Signo ausprobiert. Ich hoffe, die sind besser als die Sakuras, weil da muss ich manchmal so lange auf so einem Blatt rumkritzeln, bis da endlich mal der weiße Gel rauskommt. Ein Radiergummi. Lana hypt diese Radiergummis, das weiß ich. Ich habe ehrlich gesagt noch nie wirklich so ein Radiergummi gehabt und dachte, wow, der ist krass oder wow, der ist gar nicht krass. Es war irgendwie immer alten Radiergummi. Und solange der nicht irgendwie das Pigment rumschiebt und das Blatt verschmiert, bin ich glücklich. Also, guck mal, wie der hier so ist. Und das Papier kann ich mal ausprobieren. Ich wusste, dass sie mir Papier schickt. Ich weiß, dass Lana der größte Papierfreak ist, den das Land je gesehen hat. Aber was ist das denn für ein Papier? Ich weiß es nicht. Das ist anscheinend das Arches 300 Gramm satiniert? Satiniert Papier? Das hat eine tolle Oberfläche. Das hat so eine leichte Struktur. Aber es ist nicht super auffällig und krass. Könnte echt nicht so schlecht sein. Ich probiere es mal aus. Oh mein Gott, ich bin absolut sprachlos. Soll ich es euch mal alles hier hinlegen, was sie mir einfach geschenkt hat? Ich fühle mich so schlecht. Vor allem war sie auch so schnell. Sie hat mich so angeschrieben, meinte, ja, willst du mal ein Video zusammen machen? Ich so, ja. Und sie dann so, ja, schicken wir uns was? Und ich so, ja, cool, cool. Und die so, okay, darf ich deine Adresse? Ich schicke meine Adresse. Und nicht mal einen Tag später gefühlt. Ja, ist abgeschickt. Und direkt der Tag danach war es schon hier bei mir. Es war so schnell. Und ich habe vor lange gesucht und überlegt und ihr wisst einfach, dass es nicht so spektakulär ist wie das hier. Oh mein Gott. Und Hamstersocken und eine Katzentasse. Das ist so heftig. Ich fühle mich so schlecht. Wie oft habe ich das jetzt schon gesagt? Dankeschön. Das sollte ich sagen. Danke. Und ich fühle mich schlecht. Simon, machst du mir noch einen Tee in meiner neuen Katzentasse? Ja! Voll süß. Guck mal, was da drin ist. Ich fühle mich schlecht. Ja, verstehe ich. Mach schnell noch eine Box fertig. Oh nein. Das riecht so gut. Das riecht voll gut, ne? Ja. Es riecht hier wie im Parfümladen. Okay, man hat uns eine Aufgabe gegeben. Ein Auge zeichnen. Das kann ich machen. Ich habe schon mal Augen gezeichnet. Ist schon etwas her, wie gesagt. Aber das kann ich. Ja, soll ich die Stifte mal mit euch zusammen ausprobieren? Ich kenne sie halt alle schon. Obwohl, die habe ich nicht. Die probiere ich jetzt aus. Oh. Oh, warte, ich weiß es. Ich war mir doch vorhin nicht sicher bezüglich dem und dem. Ich habe aufgepasst, okay? Die hier sind für die Lumis. Die Lumis sind nämlich, soweit ich weiß, auf Wachsmine. Ja, auf Wachsbasis. Genau. Und das hier ist für Ölmalerei eigentlich. Und die Stifte hier, die haben eine Ölkreidemine. Also das ist dafür und das ist dafür. Haha. Ja, das ist mir einfach so gerade eingefallen. Okay, ich probiere das Papier mal aus mit meinen neuen coolen Stiften. Die fühlen sich so eigenartig an. Die sind so leicht.
Ein Auge wurde gesagt. Ich habe jetzt keine Vorlage. Bitte verzeiht mir, falls es hässlich wird. Also der Druckbleistift gefällt mir mega, aber den habe ich selber auch. Das wusste ich schon längst, dass der toll ist. Ich mag ihn wirklich sehr gerne. Mein Tee ist fertig. Das ist Kamille-Tee. Das ist kein Kamille-Tee. Nicht? Nein. Au. Was ist das dann? Grüner Tee. Grüner Tee? Der ist aber nicht grün. Also, ich bin fertig und seht ihr das? Es ist wunderschön. Es sieht so krass aus. Ich meine, in der Mitte einer Pupille, das schimmert noch so ein bisschen, aber es ist auch das Einzige. Der Rest ist wirklich wie gedruckt schwarz und das in der Mitte, das ist einfach 14B. 14B. Das ist der allererste 14B-Stift und man würde denken, ja, ist halt 14B, aber es ist unfassbar. Warte, ich zeige euch mal, wie krass das ist. 8B ist, glaube ich, das dunkelste, was ich hier so rumliegen habe. Hier ist ein anderer Stift von Faber-Castell, 8B, wie ihr sehen könnt. Seht ihr das? Es ist so heftig. Es ist so heftig. Und 14B da drauf, Leute. Passt auf. Man sieht's einfach durch. Guckt euch das hier an. Es ist so krass. 14B ist, wie gesagt, der einzige, der so ein bisschen schimmert. Da in der Pupille. Aber guck mal, im Vergleich zu dem 8B da unten, wie minimal nur. Ich habe ein paar neue Lieblingsbleistifte. Wow. Ich habe übrigens auch den Radiergummi benutzt. Ist halt ein Radiergummi. Er radiert. Er macht alles, was er tun sollte. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe noch nicht so wirklich erkannt, was ein super krasser Radiergummi super krass macht. Er radiert. Macht er gut. Also, da ich die restlichen Stifte alle schon kenne und ich deshalb keinen realistischen ersten Eindruck geben kann, habe ich mich hier an dieser Stelle dafür entschieden, euch die Stifte mal so ein bisschen vorzustellen. Und da fange ich erstmal an mit den Luminance von Karen D'Arche. Ich persönlich bin ein Riesenfan dieser Stifte und auch der relativ hohe Preis ist es mir wert, sie immer wieder neu zu kaufen, denn diese Stifte sind weich wie Butter. Ich kenne wirklich keinen anderen Stift, der so schöne, perfekte Übergänge machen kann mit so wenig Aufwand. Das Pigment ist richtig leuchtend, richtig knallig, also es wird so viel Pigment an das Blatt abgegeben. Die Farbintensität ist wirklich auch mit eines der teuersten Sachen an diesen Stiften. Aber um die anderen ein bisschen zu verteidigen, alle Stifte, die in dieser Box drin waren, haben eine perfekte Farbintensität. Als nächstes möchte ich euch die Polychromos von Faber-Castell zeigen. Sie sind etwas härter als die Luminance, haben nicht einen so weichen Abstrich, aber dennoch immer noch einen sehr weichen. Sind dementsprechend natürlich auch etwas billiger, aber aufgrund ihrer Härte eignen sie sich mega für Details. Dieses Buch hat 80 Seiten, a 140 Gramm, also sehr dick. Eigentlich optimal meiner Meinung nach für Skizzenbuchseiten, wo man beide Seiten meistens bemalt. Dieses Büchlein ist 12x12 cm, aber ich weiß, dass es mehrere Formate gibt, mehrere Farben. Und man kann mit diesem Papier, trotz dass es eigentlich eher für Buntstiftzeichnungen ausgelegt ist, würde ich sagen, auch sehr gut mit Bleistift da drin arbeiten. Ich habe schon mit Acrylfarbe da drin gemalt. Was wasserbasierte Farbe angeht, wie Aquarell oder Gouache, da würde ich eher etwas aufpassen. Aber ansonsten sind diese Büchlein einfach der perfekte Allrounder. Wie ihr sehen könnt, kann ich auch wunderschöne Übergänge mit den Polychromos erzeugen. Wenn ich sie aber im direkten Vergleich stelle mit den Luminance, fällt mir schon auf, dass die Luminance etwas weicher und voller wirken, der Übergang etwas perfekter ist, aber es sind wirklich nur minimale Unterschiede. Ich finde, der Unterschied liegt eher darin, wie sie sich handhaben lassen. Also mit den Luminance zeichnen macht einfach mehr Spaß und ist einfacher, wenn man weiche Übergänge erzeugen möchte. Wie gesagt, die Polychromos sind etwas härter und kann man dementsprechend super für Details nutzen, weil man den Stift auch richtig spitz anspitzen kann und zum Beispiel Härchen oder Poren einzeichnen kann. Das kann man natürlich auch mit den Luminance-Stiften, versteht mich nicht falsch, aber mir persönlich ist aufgefallen, dass wenn ich diesen Stift spitze, er etwas weniger spitz ist und vor allem so neblig wird, wenn ich schnelle, dünne Linien ziehen möchte. Also die sind nicht so präzise wie jetzt die Polychromos. So, und kommen wir nun zu den Museum-Aquarells von Karen D'Arche, der gleichen Hersteller wie die Lumis. Diese Stifte sind wirklich eigenartig.
Eigenartig, ich wollte einzigartig sagen. Einzigartig. Super hochwertig, super schön und super lichtbeständig. Das erkennt man an diesen 5 Sternchen an der Seite. 5 Sternchen heißt, dass die Farbe sehr lange und sehr gut hält und auch sehr intensiv bleibt. Diese Stifte lassen auf jeden Fall genug Pigment, um normal damit zu zeichnen, aber ich persönlich bevorzuge da die anderen beiden Marken etwas lieber. Diese Stifte benutze ich wirklich für den Aquarellteil, denn, wie der Name bereits sagt, Museum-Aquarells lassen sich super mit Wasser und einem Pinsel verdünnen und strecken. Hier seht ihr ein paar Übergänge, die ich mit den Stiften gemacht habe, ohne dass ich Wasser benutzt habe. Wie bereits gesagt, die Farben sind wunderschön und man kann auch normal mit denen arbeiten, aber sie sind sehr teuer und ich würde sie nicht lediglich dafür nutzen, da ich sie persönlich nicht so gut finde wie die anderen beiden, aber das ist wirklich Meckern auf höchstem Niveau. Wenn man sich jetzt allerdings einen Pinsel mit Wasser nimmt und diese Übergänge mit dem Wasser verfeinert, ich meine, guckt es euch an, muss ich es noch erklären, es ist perfekt. Es sieht so heftig aus. Ich liebe es. Man kann es also sowohl für diesen Aquarelleffekt, aber auch für die weichesten der weichen Übergänge überhaupt nutzen. Also, die Full Blender. Ich kannte sie schon, mochte sie allerdings nicht so. Ich habe ihnen jetzt wieder eine Chance gegeben, aber ich weiß nicht, Freunde. Irgendwie sagen sie mir nicht zu. Ich habe sie hier bei den Luminens einmal benutzt, bei meinem sehr schönen Übergang. Und ehrlich gesagt finde ich, dass der Übergang danach einen Ticken schlechter aussah. Also es hat sich nur minimal verändert, aber es war halt wirklich nicht nötig. Ich hatte eher das Gefühl, dass er die Farbe ein wenig abgetragen hat. Daraufhin dachte ich, vielleicht ist er eher dazu da, um etwas gröbere Übergänge miteinander zu verbinden. Deswegen habe ich zwei sehr unterschiedliche Farben genommen und sie mit dem Blender verbunden. Es hat funktioniert, aber ich bin ehrlich, ich glaube, ich hätte es besser und schöner hinbekommen, wenn ich es einfach mit verschiedenen Buntstiften anstatt mit diesen Stiften gemacht hätte. Ich weiß nicht, sie gefallen mir einfach nicht. Haut gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Sie sind nichts, was ich nochmal benutzen würde. Was mich allerdings mega überrascht und überzeugt hat, ist dieses Verdünnungsmittel für Ölmalerei. Aufgrund meiner Erfahrungen bei den Full Blender Stiften habe ich auch hier direkt einen sehr dreckigen Übergang geschaffen und wollte das mit dem Verdünnungsmittel gleichmäßig machen, also den Übergang. Das hat gar nicht funktioniert, das sah ziemlich grausam aus. Und daraufhin dachte ich, okay, ich probiere es mal bei meinem weichen Übergang. Und da hat es wirklich etwas bewirkt. Es hat den Übergang noch weicher gemacht, noch besser gemacht. Insgesamt habe ich einfach das Gefühl, dass dieses Mittel nicht dazu da ist, um einen die Arbeit des Blenden abzunehmen, sondern um bereits sehr gut geblendete Stellen noch besser zu machen. Und das gefällt mir. Ich bin ein Perfektionist. Also das werde ich auf jeden Fall nochmal benutzen. Aber gut, kommen wir nun zum Zeichnen. Lana wollte, dass ich ein Auge zeichne, also habe ich ein Auge gezeichnet. Ich habe mich dafür entschieden, alle Farben durcheinander zu benutzen, also sowohl die Luminance, die Polychromos, als auch die Museum Aquarells. Und das kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Also wenn ihr zu Hause die ganze Zeit über Polychromos benutzt habt und euch jetzt die Luminance endlich leisten konntet, dann habt nicht das Gefühl, dass ihr nur das eine oder das andere nutzen könnt. Jedes Set hat andere Farben und so verbindet sie einfach. Ich persönlich merke keinen großen Unterschied. Sie funktionieren alle sehr gut miteinander und ich habe ehrlich gesagt einfach nur darauf geachtet, dass ich die Farbe nehme, die ich gerade möchte und nicht unbedingt die Marke, die ich gerade möchte. An dieser Stelle noch etwas Kleines zu Lana. Ich finde, man merkt richtig an diesem Set, dass sie wirklich weiß, was sie da tut. Die Farben sind wirklich perfekt für ein Auge. Da sind auch teilweise Farben bei, die man in erster Linie vielleicht nicht gewählt hätte, wenn man nicht so ganz die Farben in einem Auge, um einem Auge versteht. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, dass mir etwas fehlt. Und sie hat auch einfach ein unheimlich großes Verständnis von Marken, welche Stifte gut sind. Und ja, ich meine, guck mal, sie hat mir hier einfach, ohne dass sie es wahrscheinlich groß wusste, meine absoluten Lieblingsstifte geschenkt, weil sie halt genauso so gut weiß wie ich, dass das die besten Stifte auf dem Markt sind. Eine Sache möchte ich noch sagen, oder noch zwei. Erstens, ich nehme alles zum Radiergummi zurück. Der ist echt krass. Also der radiert sogar Buntstifte weg. Und das hatte ich noch nie, das habe ich noch nie gesehen bei einem Radiergummi. Also sorry Radiergummi, du bist gut, ich schäme mich. Und zweitens, noch ein paar Infos zum Gelstift. Der Gelstift ist der absolute Hammer. Ich habe noch nie einen Gelstift gesehen, der so gut funktioniert. Der funktioniert sogar ein bisschen zu gut, wenn ihr versteht, was ich meine. Da kommt wirklich sehr viel Gel raus, dass ich teilweise ein bisschen überfordert bin und das danach noch ein bisschen wegkratzen muss. Aber lieber so als gar nicht. Also ja,
Generell kann ich alles empfehlen. Alles in dieser Box. Bis auf vielleicht die Frühblende, aber das ist was Persönliches. Und das war's auch schon. Nochmal ein riesiges Dankeschön an Lana. Du hast mich echt verwöhnt. Das war echt nicht nötig. Und ein riesiges Dankeschön natürlich an dich, derjenige, der das hier gerade sieht, dass du bis hier zugeschaut hast. Wenn du das eh schon geschafft hast, dann kannst du ja direkt ein Like da lassen. Und wenn du mich und meine Videos magst, dann empfehle ich auch direkt zu abonnieren, weil dann siehst du mehr davon. Schaut auf jeden Fall bei Lana vorbei. Sie hat es wirklich verdient. Wie gesagt, Link ist in der Infobox. Und ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes restliches Wochenende. Tschüssi!